So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe des JFD Live Trading und Analyse Service hier auf dem Desktop von Guidance vom JFD Brokers. Es ist kurz vor 20 Uhr, in einer Stunde beginnt das Finale der EM. Darf man mal gespannt sein, ob Frankreich oder Portugal gewinnt. In der letzten Woche haben eindeutig die Bullen das Sagen gehabt und deshalb dürfte die Woche oder ist mehrheitlich auch mit steigenden Kursen jetzt zu rechnen. Aber kommen wir erstmal noch zum Freitag oder zu einem wirklich ja, wunderschönen Setup, was ja schon 1,5 Wochen hier begleitet worden ist. Von der ProSieben-Aktie wurde auf einen Rücklauf hier an den EMA 200 spekuliert. Und dann Mitte der Woche hier zugekauft bei 36 rum. Dann gab es noch ein, nee, das war ja hier an dem Tag, soviel ich mich erinnern kann. Jedenfalls war der, wenn der Stopp direkt hier lag, dann muss es nach der Kerze gewesen sein, ja. Und mit diesem Stopp, der direkt eben ausgeführt worden ist, ja, es ist also ein Chance-Risiko-Verhältnis von 60, rund 60 Cent. Und dazu gewonnen hat er in der Spitze schon 1,80, also dreifaches R schon verdient. Sollte jetzt hier an dem ersten Kursziel von 40, 70 ranlaufen oder sogar 42, 80, dann kann sich ja jeder ausrechnen, was das von CRV ist, beziehungsweise ein R verdient. So, deswegen passt im Prinzip die ProSieben sehr gut dazu. Was leider hier schief gegangen ist, war hier, weil der Stopp nachgezogen worden ist. Manchmal ist halt das Stopp nachziehen nicht unbedingt sinnvoll. Hier gab es eben nach den US-Arbeitsmarktzahlen Absacker. Der Stopp ist hier hoch verlegt worden oder war halt die ja, die mögliche Anhebung eigentlich gesagt, aber egal, für mich ist das Setup im Minus verlaufen und anschließend gab es dann zwar den ersten Move nach oben, aber konnte sich hier nicht mehr halten und auch dann nicht nach oben. Wer jetzt hier den Stopp noch hier unten hat, ist jetzt hier plus minus 0 etwa, kann auch den Stopp da unten noch lassen und abwarten, was passiert. Hier war eben hier das Setup. Prinzip aus dem Risiko nehmen und den Nachheben. Ja, man könnte, man hätte und man hat also Setup im Minus. Das Setup passt jetzt zu den Setups, die oder Setup oder zu den Chartanalysen, die ich gleich vorstelle. Ja, hier wurde ja am 5. oder auch hier ne, eher am, ja doch am 5. noch um 12 Uhr etwa hier das Setup vorgestellt und war noch unterhalb diesem Kurslevel von 5, von 1950 noch ein Kursziel ja, angegeben, also berechnet bei 1920 rum. Ist dann hier nicht angelaufen worden, aber auch nicht hier das Hoch rausgenommen worden. Gab es eine weitere Korrektur und hier ist tatsächlich im Tief. Wenn ich jetzt das hier verlängere, ich kann es auch groß machen, dann ist es hier exakt bei der 1,20, was hier 1 ganz eingezeichnet war, erreicht und hier gedreht. So. Und da dürfen wir wahrscheinlich auf Silber auch auf weiter steigende Kurse aus sein. Was ich jetzt eben habe, ich habe hier ein bisschen meine Desktops angeschaut und hier eben was rausgepickt, ja, was zum ja, auf dem Wochensetup war und im Prinzip hier losging. Bevor jetzt diese Kerze stattfand, war hier ein Rücklauf. Hier ist es zwar über diese Trendlinie erstmal gelaufen, was erstmal ein bisschen unschöner war oder nicht so aussah. Hier dann das Setup, ich glaube, das habe ich auch auf dem Godmode Trader veröffentlicht. Kann man nachher kurz mal schauen, aber ist auch nicht so wichtig. Also ich habe hier da nichts geändert von den Pfeilen. Kauflimit, Schlusskursbasis. Und dieses, was halt wirklich, ich wollte jetzt eben nur das zeigen, dass hier die Marke ewig lang vorher
berechnet worden war und hier dann tatsächlich erstmal der Kurs dann echt gedreht hat. Hier ist es jetzt wirklich spannend, aber dass sich hier die Muster anders entwickelt hat als gewünscht, aber trotzdem kann hier jetzt erstmal auch trotzdem noch diese Bewegung abgearbeitet werden, falls das Hoch hier nicht rausgenommen wird. Dann ist es eine erste Korrekturbewegung, die hier zu Ende war, Gegenbewegung und jetzt nach unten. Also es wird spannend, ist jetzt hier kein neues Setup, ich will nur zeigen, dass manche Sachen, wo man wirklich viel Zeit investiert und irgendwelche Kursziele definiert, es eben aufgehen kann, auch wirklich exakt. Das letzte Beispiel war ja hier die Randgold, diesen Bereich frühzeitig, beziehungsweise halt vor dem Ausbruch eben definiert und genau hier erstmal gedreht, ob es jetzt hier zu Ende ist. Ich meine, hundertprozentig kann man das nie sagen, aber wie gesagt, wenn man Zeit investiert und Kursziele ermittelt, kann es gut gehen, muss natürlich nicht. Das sind jetzt nur wirklich schöne Beispiele. Ein anderes Beispiel, wo Charttechnik oder Gaps absolut funktioniert haben und funktioniert und auch in Zukunft funktionieren, ist eben zum Beispiel bei amerikanischen Werten ein Gap Close. Hier, das war jetzt zwar eben auch schon auf ein Gap Close hier abgesehen, ja, aber hier war noch nicht komplett vollständig, aber trotzdem waren hier die Ziele nach oben definiert und wenn man jetzt hier schaut, ich habe hier, kann man das hier exakt hier nehmen, ja, als Gap und dann lief der Kurs tatsächlich hier in dieser Woche noch am 27.06. exakt im Tief an und dann nach oben. Wie gesagt, das sind einfach solche Gegebenheiten in manchen Charts und überhaupt in US-Charts, da werden echt die Gaps punktgenau manchmal oder centgenau getroffen. Das ist schon manchmal der Wahnsinn. So, jetzt kommen wir aber zu neuen Setups. Ich will sie ja nicht langweilen. Wo sind die neuen Setups hin? Da, genau. Die waren auch auf dem Desktop. Da gibt es eine BMW. Das ist ein Wochenchart, hat eine absolute Umkehrkerze jetzt produziert. Das kann man auch jetzt hier in Blau so einzeichnen, den Stopp hier unten setzen oder auch vermutlich enger. Also die drei Kerzen daneben, Unterstützung. Klar, es ist hier erstmal runtergelaufen, aber die Wochenkerze ist noch schöner als bei der Pro7-Aktie. Was man hier auch bei der Merck noch sehen kann, bricht er hier auf Wochensicht aus über diese 93,20. Also im Tagesausbruch, das ist jetzt auch der Wochenchart im Tagesbereich, wäre es jetzt nicht unbedingt ein komplettes Kursziel schon aktiviert, aber ein Wochenschlusskurs über dieser Marke dürfte hier absolut die Käufer anlocken. Dann die RWE habe ich noch, das ist zwar ein älteres Setup, wurde aber natürlich dann verworfen, in dem Sinne verworfen, halt nicht mehr verfolgt. Allerdings hier ist, wenn man den Tageschart auch anschaut, ja, dürfte hier noch schön Bewegung, die ganzen Tiefs liegen immer jeweils höher, zack, 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 also Stopp hier unten, Rücklauf, jeder Rücklauf dürfte hier erstmal eine Kaufgelegenheit sein oder eben, wenn man das jetzt hier im Wochenchart nimmt, ein Anlaufen an die Rainbow-Oberkante. So, jetzt haben wir schon 9 Minuten hinter uns, dann will ich, hier ist die Pro7, die anderen kann ich dann im Laufe der Woche vorstellen. Da gibt es zum Beispiel die Borussia-Aktie, was noch ein laufendes Setup ist hier, die Hang Seng liegt deutlich im Plus. Und im DAX, das wird aber dann auch noch, wenn es zeitlich reicht, werde ich morgen früh noch ein Video, eine Aufzeichnung gleich hochladen, vor 8 Uhr, wie gesagt, wenn es zeitlich passt. Dann nehme ich hier den DAX nochmal auseinander. Aber hier dürften eben auch weitere Kursgewinne folgen, sowieso über der alten Kaufmarke, die noch nicht aktiviert worden war, also über 9.820, dürfte es auf jeden Fall auch nochmal kräftiger nach oben gehen. Das war's, danke fürs Zuhören und ja, für den kurzen Exkurs wollte ich einfach nur mal zeigen, dass vieles über Charttechnik auch möglich ist, natürlich keine hundertprozentige Trefferquote ist nicht zu erreichen. Danke und bis Montag.